Hallo und willkommen wieder bei Frank macht's. Mein Name ist Frank und wir werden heute mal wieder, da es draußen ein bisschen Schiedelwetter ist, kalt ist, kann ich ja nichts als Handwerker draußen machen. Ihr wisst, ich mache auch handwerkliche Videos, auch Hilfen, Tipps und so weiter. Und jetzt machen wir mein Hobby und zwar Backen, Kochen. Und wir backen heute schöne Striezel. Striezel sind so kleine Gebäcksachen, einmal irgendwie durchgeschlagen, frittiert, ähnlich wie, weiß ich nicht, wie Mutzeln oder wie die sich schimpfen oder Victoria, sowas in diese Richtung. Werdet ihr alles sehen. Ich probiere das auch das erste Mal heute aus. Ich freue mich über das Ergebnis, wenn es klappt. Das hoffe ich natürlich. Und dass es eine schöne Anregung für euch ist. Und ihr könnt mir gerne schöne Kommentare natürlich unten reinschreiben. Backt es mit mir zusammen, backt es nach, wie auch immer. Schreibt mir dann eure Ergebnisse, denn ich möchte ja natürlich auch immer gerne dazulernen. Aber alles Weitere nach dem ganz kurzen Intro geht's los. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute ein paar Striezel. Werden ca. 10, 12, 14 Stück ungefähr. Und die werden wir zusammen machen. Wir brauchen als allererstes 250 Milliliter Buttermilch. Zwei Esslöffel Zucker. Dann brauchen wir 8 Gramm Vanillezucker, das ist genau so ein Paket hier, das sind genau 8 Gramm. Dann brauchen wir, das verrühren wir mal eben ganz bisschen schon mal, ihr könnt mir auch gerne in meine Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich bin nämlich am Überlegen, dass ich meinen Kanal splitte, weil, wie gesagt, bin ich ja Handwerker. Und mache handwerkliche Videos, überwiegend natürlich im Sommer. Weil das ist ganz klar, ist schönes Wetter draußen, da kann man viel machen. Und im Herbst, Winter kann man eher halt im Haus was machen. Da ich hier nichts zu tun habe, gehe ich meinem Hobby nach und mache Videos von schönen Back- und Kochsachen, die mir selber gefallen. Das entspannt mich. Und deswegen mache ich das sehr gerne, aber das passt natürlich nicht wirklich zusammen. Ja, ich habe schon gemerkt, wir brauchen mal eben einen halben Teelöffel Salz. Ich habe schon gemerkt, dass ein paar Leute abspringen vom Kanal. Wahrscheinlich die, die sonst Bauvideos gucken, die dann denken, warum kocht der jetzt? Ja, das ist mein Hobby. Und das tut mir auch leid, aber ich möchte ja auch Material zur Verfügung stellen, was interessant ist, und da geht das nun nicht immer, ne? Ihr Schrauber seht das ja auch, dass jetzt zur kalten Jahreszeit unterm Auto liegen nicht gerade die schönste Zeit ist. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch 8 Gramm Backpulver, die haben wir hier reingetan. Und da ich ein sehr vielseitiger Mensch bin und sehr gerne kreativ und mich auch ausprobiere, was das angeht, backe ich auch sehr gerne. So, und dann brauchen wir ca. 350 Gramm Mehl rum. Können auch knappe 400 sein, das werden wir dann mal sehen. Wir haben erstmal 400 Gramm abgewogen und jetzt geben wir das nach und nach hier ein bisschen zu. Verrühren das alles immer. So, da haben wir die Zutaten schon mal im Grunde zusammen. Das sollte jetzt ein geschmeidiger Teig werden. Und wie gesagt, in der Zeit, wo ich hier rühre,
könnt ihr mir auch gerne meine Kommentare, eure Meinung oder Ideen reinschreiben, wie ich das am besten vielleicht umsetzen soll. Weil ich bin ja auch noch nicht so lange hier und lerne natürlich auch noch. Und da dürft ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben und mir Tipps geben, ob ich das getrennt machen soll. Zwei Kanäle sozusagen, einmal für Bau und Schrauben und sowas und einmal für Haushalt, so Kochen, Backen und so, damit das getrennt voneinander ist. Ob das Sinn macht. Schreibt mir das gerne und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer gleich die neuesten Videos angezeigt bekommt. So, da müssen wir noch ein bisschen was nachlegen. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Mehl hier für die Arbeitsfläche gleich. So, der wird ja schon ganz gut, so wie das aussieht. Dann werden wir den mal ein bisschen auf die Arbeitsfläche verbannen. Zack. Alles mitnehmen. Teilen wir hier noch mal ein bisschen, weil wir werden den jetzt eben ausrollen. Und dann habe ich die Fritteuse schon mal auf 170 Grad. 160, 170 ist genau die richtige Temperatur, 4 bis 5 Minuten. Dann verbrennen die auch nicht. Unsere Backrolle, ups, sollten wir vielleicht ein bisschen einmehlen. Dann werden wir erstmal eine Probe machen. Jetzt rollen wir hier mal eben mit so einem Pizzaroller schön durch. Ah, wir wollen die gar nicht so groß machen. So. Die können wir erstmal zur Seite nehmen. Sehen doch schon mal ganz gut aus. Jetzt rollt man wohl hier so ein bisschen durch, nicht ganz, also nicht ganz bis zum Ende. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch das erste Mal. Ich hoffe, es gelingt uns. Nehmen wir mal ein bisschen die Finger. Jetzt nimmt man den hier, so wie ich das gesehen habe, und steckt den einmal so da durch. Und ein bisschen fummelig hier. Zack. Na, seht ihr, ich mache das auch das erste Mal. Deswegen, Backen macht Spaß, ist nicht schwer. Den ersten Versuch habe ich jetzt mal gemacht. Geschmacklich super. Formmäßig hat wahrscheinlich nichts mit dem Striezel zu tun, aber der Geschmack, wie gesagt, das ist der ausschlaggebend. Jetzt probiere ich das hier nochmal so ein bisschen. Der muss irgendwie hier so ein Loch rein, dann muss der hier durch einmal so durchgeschlagen werden. Warum auch immer. Ich finde das jetzt von der Form her nicht jetzt irgendwie groß anders. Falls ich was falsch mache oder ihr bessere Tipps habt, teilt mir die gerne mit. So, hier haben wir das Loch.
wird er einmal da irgendwie durchgeschlagen. Dann hat er halt so eine leichte Drehung. Aber, und backen tut er auch. Aber, naja, Strieze sehen vielleicht so aus, ich weiß es nicht. Erinnert mich so ein bisschen an unsere Schmalzkuchen, obwohl unsere Schmalzkuchen werden mit Hefe gemacht und nicht mit Backpulver, aber geschmacklich ist das, kommt ihnen das sehr nahe, finde ich. So. Einmal da durchschlagen. Schwupp. Die könnte man wahrscheinlich auch genau so wie so ein Kissen da reinpacken. Also geschmacklich verändert sich da ja nichts dran. Ne? Na, seht ihr das Backen nur? Das bringt doch nichts. Das sieht aus wie Donut. So. Und den machen wir genau so. Zack. Der wird da jetzt so reingeschmissen. Und dann seht ihr gleich das Ergebnis. Und dann könnt ihr mir eure Meinung mitteilen. Wahrscheinlich hat es mit dem Striezel nichts zu tun. Von der Optik her. So, schön ein bisschen ausbacken. Circa 5 Minuten, bis die goldbraun sind. Und dann können die raus, Puderzucker drauf und werden gleich angerichtet. So, da haben wir das fertige Produkt. Habe ich einen schönen Teller fertig gemacht. Das sind zum Beispiel so in der Optik her wie unsere Schmalzkuchen. Und das hier ist eigentlich mein Favorite. Sieht aus wie eine kleine Ente. Wack, wack. So, dann könnt ihr mir ja mal in meine Kommentare reinschreiben, ob die optisch ansprechend sind. Wenn wir mal so einen aufreißen. Guck mal, schön. Ganz luftig. So, liebe Leute, das sind meine Striezel oder einfach gebackenes, leckeres. So, so viel von mir wieder. Ich freue mich, wenn ihr die nachbackt und mir eure Kommentare mitteilt. Und wir werden die jetzt mal nach oben nehmen und verputzen. Reicht ungefähr, würde ich sagen, für 3-4 Leute. Wird das schon reichen. Und geht auch sehr schnell. Knappe 10-15 Minuten. Mit einem eine schöne Sache. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, macht die Glocke an, dann bekommt ihr sofort immer die neuesten Videos. Und dann sagt Frank, das war Frank macht's. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.